Genau, bevor du ein neues Stück spielst, ich habe noch was anderes hier. Ja. Du hast ja, wo liegt's denn? Ja. Also hier, mal kurz in die Kamera. Ah ja, schon ein bisschen Werbung machen. Da, Facebook-Livestream ist einfach Seite verkehrt. Also es liegt nicht am Aufnäher, es liegt tatsächlich an der Kamera. Der Lukas hat seine Tickets bestellt für die Scouting- und Bushcraft-Convention. Lukas hat auch schon. Und ich auch. Ich habe meine auch bestellt. Genau, und die kriegst du jetzt hier. Also ich dachte, bevor ich dir jetzt einen Brief schicke, kann ja, ich genau. dir auch Aufnäher und Benzel, cool. Festivalbändchen. Hier das einfach da, bitteschön. Ich habe gerade ein Bändchen, ein Aufnäher bekommen für die Scouting und Bushcraft Convention. Ja, genau, hier für die Facebook-Gemeinde, also immer noch dran denke. Ende Juni vom 28. bis zum 30. steigt die erste Scouting und Bushcraft Convention. Ich bin dabei, der Mathis ist dabei, alle anderen, die hier im Zelt sitzen, sind wahrscheinlich auch dabei. Bist du auch dabei, ist die Frage. Ja, könnt ihr euch mittlerweile anmelden. Und kriegt dann auch diesen schönen Aufnäher. Der ist dann auch in der, die sich schnell anmeldet, die kriege ich hier die Klettversion. Yes! Weil der klassische Bushcrafter sich den lieber hier so anheftet. ja. Muss man halt der Klettfacher antackern noch, damit es fällt hier. Also ich habe eine schöne große Werbefläche. Genau, also der Shop ist live unter scoutingbushcraftconvention.org. Oder im Wiki von Jodeland auch Scouting und Bushcraft Convention. Da findet ihr auch die entsprechende Links zu Shop und Programm und alles Mögliche. Ich glaube, mittlerweile haben wir 50 Workshops krass, im Programm drin. Das ist eine ganze Menge. Mir hätte gern noch ein paar Aussteller, also die einfach auch Dinge zeige, die sie so haben. Gewonnen haben wir zum Beispiel der Martin Scherer von Starklichttechnik und der Benjamin Österreicher von Öventura mit seiner ganzen Tentipis. Du siehst mich da nie, gell, bei dir. Jetzt gucken wir mal, jetzt sind wir auf beide Bildschirme, ja, Facebook und Instagram. Genau, guckt euch an, wenn es was für euch ist. Ihr könnt euch diesen aufnehmen oder zeigen wir dein Bändel. Achso. Hast du noch keinen angelegt? Nee, ich muss ja arbeiten auch ab und zu. Das musst du was mal abnehmen. Genau. Es gibt ein da muss man einmal also rumgehen, dass man alles lesen kann. Und dieses goldene Festivalband, das berechtigt euch für 3 Tage. Die komplette Veranstaltung mit alle Workshops. Wer nur als Besucher kommt. Das falsch rum. Oh, das ist natürlich ziemlich dumm, wenn ich das so. Ja, das ist halt spiegelverkehrt hier. Durch den nein, ich hab's auf dem Kopf gehalten. Ach so, ja, das ist spiegelverkehrt und auf dem Kopf. Und auf dem Kopf, dann ist es richtig schwierig. Genau, übrigens, wie gesagt, dieses Bändchen berechtigt dich zu der Teilnahme von alle Workshops. Welche Workshops machst du? Ich werde verschiedene Workshops anbieten. Einmal Feuerspucken für Einsteiger oder für Anfänger. Eine kleine Einführung ins Feuerspucken mit Lycopodium, also Bärlappsporn. Lycopodium heißt es, genau. Und mit Pyrofluid, das ist eine Flüssigkeit, mit der man dann Feuer spucken kann. Geht so, ich sag mal, interessant, so eine Stunde, eine kleine Sicherheitseinführung, so Sachen. Aber an sich ist das super ungefährlich, das kann jeder lernen und machen. Und du hast gesagt, du machst das bei Tageslicht, dass genau. man sich da ein bisschen mehr bei Tageslicht, das ist wichtig, kann. Dass man das irgendwie liest oder so in der, sieht oder so in der Abenddämmerung, dann kann man ganz schöne Fotos machen. Aber ich habe dich jetzt für das Samstagabend habe ich dich jetzt noch ab 23 Uhr nochmal mit der Show eingetragen. Genau, weil Samstagnacht. Die Abenddämmerung Mitte Ende Juni, die ist dann, glaube ich, auch nicht viel früher. Stimmt. Also dann machen wir nachts so eine kleine Feuershow von dem Workshop wahrscheinlich, spucken dann ein bisschen damit Feuer durch die Gegend. Und hoffen, dass da ein paar schicke Fotos bei entstehen auch. Genau. Genau, und wer gern bündische Lieder singt und Gitarre spielt, da hast du, glaube ich, auch noch was mitgebracht. Ja, ich denke auch. Dafür habe ich einen Gitarre für Anfänger-Workshop, beziehungsweise so Lagerfeuer-Gitarre für Anfänger. Das ist für diejenigen, die gerade anfangen, Gitarre zu lernen, schon ein paar Akkorde können vielleicht und sich aber noch nicht so richtig trauen, sich jetzt mal irgendwo hinzusetzen und was zu spielen. Da einfach eine kleine Palette mit Hinweisen, mit Tipps und Tricks, wie gehe ich an das Ganze ran. Genau. Und ein kann ich noch anbieten, Gitarre für Fortgeschrittene, was dann mehr so ein Austausch wird für die Leute, die schon ein bisschen besser Gitarre spielen können, die vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks zum Improven möchten. Und als letztes würde ich das ist weniger ein Workshop als eine Gesprächsrunde über bündisches Liedgut. Ich kenne, Gesprächsrunde oder Gitarrerunde? Das kann beides sein. Also es soll viel darum gehen, dass wir uns mal austauschen, was für Lieder kennen wir. Was für Lieder spielen wir in unseren Bühnen und wie spielen wir die, also da geht es ja auch weit auseinander. Aber auch, wir wollen dann ein bisschen was spielen und auch was singen und dann vielleicht neue Lieder kennenlernen, die die anderen nicht kennen. Genau, das interessiert mich total brennend, was da alles bei rumkommt. Ja.
Prima.